Pimp up your Rechtschreibung. Heute das und das. Das ist die große Frage. Wann schreibt man das? Wann schreibt man das? Wann kommt ein Doppel-S? Wann kommt ein Einzelnes? Und da haben wir euch ein paar Sätze vorbereitet. Das erste Beispiel, das wir euch mal zeigen, ist folgendes. Ein ganz einfacher Satz. Das Haus ist klein. Was ist das für ein Das, das man mit einem S schreibt? Das ist der Begleiter des Nomens oder auch der Artikel. Das ist wohl das Leichteste. Den Artikel erkennt man, der sächliche Artikel, bei Hauptwörtern, bei Nomen. Jetzt wird es etwas schwieriger, nämlich wir haben folgenden Satz für euch vorbereitet. Das Haus, wir bleiben beim Haus, das Haus, Beistrich, das ein rotes Dach hat, Beistrich, ist klein. Dieses Das bezieht sich nun auf das Haus. Das Haus ist ein Nomen, kurz gesagt, das, man könnte auch sagen, welches, das Haus, welches ein rotes Dach hat, ist klein. Man fragt, welches Haus? Das heißt, dieser Satz bezieht sich auf das Nomen. Dieses Das ist daher ein bezügliches Fürwort oder man nennt es auch Relativpronomen. Eines kann man sich merken, eben, man kann immer wieder welches einsetzen. In dem Moment, in dem ich welches einsetzen kann, ist das ein bezügliches Fürwort. Der nächste Satz, und da seht ihr jetzt kommt natürlich welches das ins Spiel. Ich sehe, Beistrich, das Dach rot ist. Hier seht ihr ein wunderbares Beispiel, dass dieses das wovon abhängt? Vom Verb. Das heißt, ich sehe, was sehe ich? Dass das Dach rot ist. Hier kann ich nicht welches einsetzen, nicht dieses, nicht jenes. Man spricht vom Bindewort, das heißt, dieses Das leitet einen Gliedsatz ein und man sagt dazu auch Konjunktion. Das heißt, dieses Das mit Doppel-S kann durch nichts ersetzt werden und bezieht sich immer auf das Verb. Natürlich kann man diesen Satz auch umdrehen. Das heißt, ich kann auch sagen, das Dach rot ist, Beistrich, sehe ich. Das heißt, lasst euch, wenn ihr ein Diktat angesagt bekommt, nicht durcheinander bringen. Ein Das mit Doppel-S kann auch zu Beginn eines Satzes stehen, nämlich dann, wenn zuerst der Gliedsatz steht und dann der Hauptsatz. Und hier natürlich wieder dieses Das ist der Artikel, der sächliche Artikel. Was gibt es noch für das? Es gibt auch noch als Beispiel, das ist ein rotes Dach. Nicht vergessen, klarerweise jetzt auch den Punkt. Was kann ich dafür einsetzen? Ich kann sagen, dies ist ein rotes Dach, das heißt, ich weise darauf hin. Oder ich kann auch sagen, jenes ist ein rotes Dach. Das heißt, das ist ein hinweisendes Fürwort, ein Demonstrativpronomen. Man weist auf etwas hin. Wir haben noch zwei Sätze für euch vorbereitet. Ich sehe das. Das heißt wieder,
Ich sehe dies, ich sehe dieses, ich sehe jenes. Man sagt ja auch, ich mache dies und das. Und daher wieder das hinweisende Fürwort oder das Demonstrativpronomen. Und zu guter Letzt, der letzte Satz, den wir für euch vorbereitet haben. Wenn ihr das alles dann könnt, kann man sagen, das ist richtig. Das heißt, dieses ist richtig, dies ist richtig, jenes ist richtig. Und wieder haben wir eben das hinweisende Fürwort oder das Demonstrativpronomen. Und Punkt.